sehr bedeutsame Studien zu Tegatella 1 publiziert worden. Und deshalb freue ich mich, die neuen Studien auch hier mit präsentieren zu dürfen. Ich habe deshalb auch einen Untertitel gewählt, Evolution des Zuckerstoffwechsels und in Klammer Revolution, weil die Evolution des Zuckerstoffwechsels jetzt manifest geworden ist. Und das führt zu einer Revolution des Zuckerstoffwechsels, auch des Verständnisses dessen. Wesentliche Punkte dabei sind die Entstehung und Evolution des Gens Transketolase-Lac1, kurz TKTL1 bei Säugetieren. Dann die Mutation des TKTL1-Gens im modernen Menschen als Basis der Revolution des Zuckerstoffwechsels und die daraus resultierende Bedeutung der intelligenten Zucker für die Intelligenz und Gesundheit des Menschen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, der diesjährige Nobelpreis für Medizin ist an Svante Paabo erteilt worden. Und Svante Paabo hat eine neue Forschungsrichtung etabliert, das ist die Paläogenetik. Er hat sich schon früh mit der Isolation zum Beispiel von DNA aus Mumien beschäftigt und war in der Lage, diese alte DNA dann zu sequenzieren. Das hat dazu geführt, dass er sich einem anderen Projekt gewidmet hat. Das war die Analyse der Neandertaler. Und Basis dessen war die Isolation von DNA aus Knochen des Neandertalers. Und er hat es geschafft und daraus, aus diesen kleinen DNA-Stücken, es geschafft, das komplette Genom des Neandertalers zu sequenzieren. Und als ich in Tübingen Biologie und Genetik, Anthropologie studiert habe, war noch nicht klar, ob die Neandertaler damals, sie hatten ja zeitgleich in Europa mit uns modernen Menschen gelebt, ob die miteinander quasi Sex hatten, gemeinsame Kinder gezeugt haben oder nicht. Und diese Frage konnte beantwortet werden, ja, in uns, wir tragen in uns etwa 2-4% Neandertal-Gene. Also der Neandertaler ist nicht komplett ausgestorben, sondern wir haben ihn verdrängt und ein Teil seines Genoms ist in uns quasi weiter fortbestehend. Und diese Arbeit hier im Mai 2010 beschreibt diese Sequenzierung des Neandertal-Genoms. Und dann werden Sie sich fragen, was hat das jetzt mit intelligenten Zuckern zu tun und der Intelligenz des modernen Menschen? Er hat in der ersten Arbeit gezeigt, es gibt 78 Mutationen, die sich im modernen Menschen herausgebildet haben und sich dann auch im Vergleich zum Neandertaler komplett durchgesetzt haben. Also es sind neue Mutationen, die waren offensichtlich so wichtig, dass die sich in der ganzen menschlichen Population durchgesetzt haben. Eines dieser Gene war das TKTL1 und das hat mich schon sehr inspiriert, darüber nachzudenken. Das passte nämlich genau in das Bild, dass TKTL1 irgend auch eine große Schutzwirkung haben muss. Und dann habe ich, als ich am Deutschen Krebsforschungszentrum gearbeitet habe, das TKTL1-Gen entdeckt. Damals hatte ich das noch TKR für Transketolase Related genannt. Und das hier ist die erste Publikation aus dem Jahre 1996. Und dieses Gen, was ein Protein kodiert, das wurde da identifiziert. Und das TKTL1-Protein des modernen Menschen weist einen Austausch einer Aminosäure im Vergleich zum TKTL1-Protein der Neandertaler und Affen auf. Und die neue Variante des TKTL1-Proteins hat sich bei allen modernen Menschen durchgesetzt. Eine weitere Studie wurde 2005 in der renommierten Zeitschrift Nature publiziert. Dort wurden weitere Neandertaler aus dem Kaukasus isoliert, also die DNA dieser Neandertaler. Und dann wurde spezifisch von Svante Paabo die Frage gestellt, gibt es da Gene und Mutationen, die für die Intelligenz des modernen Menschen wichtig sind und die vielleicht sogar ermöglicht haben? Und dann hat er verschiedene Gene identifiziert und eines davon war das TKTL1 und das Besondere daran, das waren 5 Gene, die durch ihn identifiziert wurden, die in den proliferierten Schichten des Gehirns exprimiert werden. Das heißt, in Zellschichten, wo sehr viele Neuronen gebildet werden. Und das TKTL1 ist einer dieser 5 wichtigen Gene, die mutiert sind und sich dann im Menschen, im modernen Menschen durchgesetzt haben. Und das ist jetzt die erwähnte neue Arbeit aus dem September, die große Schlagzeilen auch insbesondere in den USA gemacht hat. Da ist gezeigt worden, dass das TKTL1 tatsächlich das erste Gen ist, was diese
Gehirnentwicklung des modernen Menschen massiv verändert hat, also massiv verbessert hat. TKT1 führt zu einer stärkeren Bildung von Nervenzellen im Neokortex, also im Frontalbereich des Gehirns, wo wir assoziatives Denken zum Beispiel möglich machen. Und die Faltung des Gehirns ist auch deutlich besser. Wenn man das hier im Schaubild zeigt, der Neandertaler hat hier Vorläuferzellen, die dann wiederum Nervenzellen bilden, aber die Anzahl der daraus gebildeten Zellen ist sehr begrenzt. Letztendlich hier sehr wenige Neuronen. Und diese Mutation im TKTL1 basiert auf einer Mutation, das in einer Aminosäure begründet ist. Das Lysin hier im Neandertaler wurde ersetzt durch das Arginin. Und das führt dazu, dass das TKTL1 des modernen Menschen sehr, sehr viele Neuronen bildet. Die TKTL1-Expression ist im sich entwickelten Frontallappen das besonders hoch. Und unsere Studie impliziert, dass die mit dem Austausch einer einzelnen Aminosäure verknüpfte Aktivität von TKTL1 die Neurogenese im Neokortex des modernen Menschen größer war und ist als im Neandertaler. Also kurzum, das ist ein wirklicher Sprung im Vergleich zum Neandertaler, wie sich das Gehirn durch die Mutation im TKTL1 entwickelt hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich natürlich gefragt, was ist die Konsequenz? Und man sieht es hier auch in den Bildern, das ist nicht nur, dass dann mehr Neuronen gebildet werden, auch die Gehirnstruktur ändert sich. Also ein Mausgehirn ist zum Beispiel ganz flach. Das Frettchen hat schon mehr gefaltetes Gehirn, Neandertaler noch mehr und der Homo sapiens hat sehr starke Furchenbildung. Und in dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die Expression von TKT1 in der modernen Variante diese Faltung auslöst und verstärkt und da halt in diesen Zeit, also diesen Bereichen, deutlich mehr Neurone auch gebildet werden. Also es ist nicht nur, dass TKT1 mehr Nervenzellen bildet, es ist sogar so, dass die Struktur des Gehirns sich massiv verbessert hat, indem es zu einer stärkeren Faltung gekommen ist im Neokortex. Und das Entscheidende ist, diese Funktion ist neu. Die ist nicht im Neandertaler und nicht im Affen. Das ist diese eine Aminosäure, die neu in uns modernen Menschen eingezogen hat. Also die Mutation ist wirklich humanspezifisch für den Homo sapiens. Jetzt kann man sich fragen, wieso führte der Austausch einer einzelnen Aminosäure im TKT1-Protein zur Intelligenz des modernen Menschen? Das ist ja nur eine Aminosäure. Der Grund dafür ist die Veränderung der Enzymaktivität von TKT1 im modernen Menschen. Und das war ein Parallelartikel in Science, wo die Autoren das nochmal kommentiert und beleuchtet haben. Und eine Abbildung daraus ist sehr eindrucksvoll. Also das ist das Gehirn, flach, glatt vom Mausgehirn. Also nicht viele Neuronen, keine Faltung. Beim Neandertaler deutlich mehr Faltung. Und dann im modernen Menschen kommt was dazu, dass das TKTL1 Acetyl-Coenzym A, kurz Acetyl-CoA, produzieren kann. Und wenn Sie sich vielleicht noch an Ihre Biochemie- oder Biologieausbildung erinnern, Acetyl-CoA ist der zentrale Metabolit für Fette, Fettsäuren und daraus abgeleitete Strukturen wie jetzt Membran und Steroidhormon. Also dieses Acetyl-CoA ist ein ganz entscheidender Baustein, der im Gehirn dazu führt, dass mehr Nervenzellen gebildet werden. Und das war ein richtiger Sprung in der Evolution. Und die Basis ist, wie gesagt, diese neue hinzugewonnene Enzymaktivität von TKTL1 im modernen Menschen. Also der Neandertaler hatte diese Eigenschaft nicht. Das Enzym dort ist anders als das, was im modernen Menschen der Fall ist. Und das TKTL1 bildet aus Zucker sehr effizient Acetyl-CoA. Und das ist der Baustein für Fette und Membranen. Nochmal die Abbildung hier. Entscheidender Punkt ist, das moderne TKT1 im modernen Menschen bildet Acetyl-CoA und damit die Fette, die notwendig sind, dass sich das Gehirn so gut entwickelt. In dieser Arbeit wird dann auch die bedeutende Rolle von TKT1 beschrieben. Das ist hier Englisch, ich habe das übersetzt. Und dann heißt es ganz nüchtern in Science, TKTL1 ist ein Schlüsselenzym des nicht-oxidativen Teils des Pentose-Phosphat-Stoffwechselweges für die Bildung eines essentiellen metabolischen Stoffwechselweges für die Bildung von Acetyl-CoA, das für die Fettsäuresynthese verwendet wird. Das Interessante ist, dass der Pentose-Phosphat-Stoffwechsel, so wie er in den Lehrbüchern abgedruckt ist, gar kein Acetyl-CoA produziert. Das TKTL1 kommt dort auch nicht vor. Und diese Bildung der Fette ist laut Lehrbuch gar nicht möglich.
Also es finde ich schon bemerkenswert, wie so Durchbrüche in der Medizin dann irgendwann als selbstverständlich dargestellt werden. Aber wenn man sich das Lehrbuchwissen anschaut, dann ist es so, dass die Pyruvat-Dehydrogenase also dekarboxyliert und dann Acetyl-CoA gebildet wird. Hier wird CO2 abgespalten. Und das ist der Weg, der als einziger Weg in den Lehrbüchern steht, wie man zu Acetyl-CoA kommt. Und daraus soll dann das Acetyl-CoA kommen, was in die Fette geht. Das ist die Lehrbuchmeinung. Aber tatsächlich ist es so, dass es neben dieser einen Autobahn, die hier komplett gesperrt ist, eine zweite Autobahn existieren musste. Das habe ich lange schon vorher gesagt. Und jetzt ist auch das bewiesen worden. Das haben wir 2016 oder hier mit Barcelona mit der Uni publiziert. A key role for transketolase like 1 in tumor metabolic reprogramming. Und das war, wo wir damals schon gezeigt haben, TKT-1 macht Acetyl-CoA. Und jetzt hat die Forschungsgruppe da um Professor Svante Paabo diese entscheidende Rolle bestätigt. Das ist zweifelsfrei bestätigt. TKT-1 ist eine neue Verbindung zwischen diesem Zuckerstoffwechsel, Pentosephosphatstoffwechselweg und Acetyl-CoA und der Bildung von Fettsäuren und daraus möglichen Bildung von Membranen. Laut Lehrbuch ist es so, dass Acetyl-CoA über die, wie erwähnt, die Pyruvat-Dehydrogenase gebildet wird. Und dabei wird Glucose in dem sogenannten M-Meyerhoff-Weg in zwei C3-Hälften gespalten und dann durch Pyruvat-Dehydrogenase in Acetyl-CoA unter Abspaltung von Kohlendioxid überführt. Und dieses Kohlendioxid ist quasi eine Dekarboxylierung. Und das bedeutet, unterm Strich, wenn ich wachsen will und Zucker esse, dann verliere ich über diese Reaktion zwei Kohlenstoffatome, weil nur zwei Moleküle Acetyl-CoA gebildet werden. Das heißt, das ist eigentlich eine totale Verschwendung. Ich habe hier nur vier Kohlenstoffatome des Zuckers, die dann im Fett ankommen. Und sechs hatte ich mal. Das heißt, ein Drittel des ganzen Zuckers muss ich wieder aus dem Körper ausscheiden, der ist verloren. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Verschwendung. Und das war auch entscheidend, damit die Säugetiere schon frühzeitig einen riesen Vorteil hatten und viel effizienter wachsen konnten. Das heißt, der wertvolle Zucker wird bei der Bildung von Acetyl-CoA durch die Pyruvat-Dehydrogenase verschwendet. Das heißt, alle Zellen, die wachsen, alle Zellen, die Material produzieren, verwenden TKT1, um Fette zu produzieren. Das ist ein viel besserer Weg. Und mit TKT1 ist es nämlich ganz anders. Dort wird der gesamte Zucker in Acetyl-CoA überführt. Es wird nichts verloren, es wird kein CO2 gebildet. Ich muss das nicht mühsam ausatmen oder ausscheiden. Das wird komplett, der ganze Zucker in Fett überführt und damit ist das TKT1 so wichtig geworden. TKT1 bildet auf sehr effiziente Weise Acetyl-CoA, einen entscheidenden Baustein für neue Nervenzellen und alle Zellen im Allgemeinen. Und damit ist jetzt auch klar, Zucker ist die Basis für die Entwicklung des Gehirns. Zucker ist die Basis für Intelligenz. Es gibt Studien, die zeigen, wenn zum Beispiel in der Schwangerschaft das ungeborene Baby noch nicht genügend Zucker hat, dann gibt es irreversible Störungen der Entwicklung des Gehirns, die dann später nie mehr kompensiert werden kann. Das bedeutet, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, zum Beispiel bei ketogener Ernährung im Falle der Schwangerschaft oder generell, dass der Zucker nicht zu gering auf Dauer konzentriert ist. Kurzfristig ist es kein Problem, das kann man sehr gut nutzen, aber langfristig auf Dauer zu wenig Zucker ist wirklich kontraproduktiv. Wieso löst das Gehirn über das Belohnungssystem ein gutes Gefühl aus, wenn wir Zucker essen? Weil das Gehirn Zucker liebt und Zucker braucht. Zucker ist entscheidend für die Ausbildung des Gehirns und die Intelligenz des modernen Menschen. Wieso ist Zucker so wichtig für die Bildung neuer Zellen? Wieso ist Zucker so wichtig für Krebszellen? Zucker ist nämlich auch ein entscheidender Baustein der DNA. Und wenn man sich die DNA anschaut, was man oftmals vergisst, das Rückgrat, diese Kette, die durchgängig ist, die besteht aus Zucker, in dem Falle Deoxyribose, Phosphat, Zucker, Phosphat, Zucker, Phosphat. Das ist immer gleich. Und das heißt, dieser Fünferzucker war die Basis der Entstehung des Lebens. Und deshalb sind Transketolasen so wichtig, weil die diese Fünferzucker produzieren. Ohne diese Fünferzucker gibt es kein Leben.
Ob das Bakterien sind, ob das Pflanzen sind, Pilze, Mensch, alles. Das ganze Leben auf der Erde basiert auf diesem Fünferzucker. Und TKTL1 hat im Laufe der Evolution die Fähigkeit erlangt, besonders viel Ribose zu produzieren und damit diesen Baustein für DNA in der Zelle um über 100% zu erhöhen. Und das löst die Zellteilung aus. Ich habe dann bereits zu dem Zeitpunkt 1996, wo ich diese Arbeit über die Erstbeschreibung Transketolase veröffentlicht habe, gesagt, dass, damals habe ich ja noch TKR genannt, dass es aktive Heterodimere geben kann aus TKT und TKTL1. Und genau das ist 2019 entdeckt worden und bestätigt worden. In der renommierten Zeitschrift Nature Communications war eine Forschergruppe, die hat sich die Frage gestellt, wie wird denn der Zellzyklus, also sprich die Zellteilung, das heißt die Verdopplung einer Zelle zu einer zweiten Zelle, wie wird das gesteuert? Und dort wurde festgestellt, immer dann, wenn ich neues Material brauche für die DNA, dann entsteht ein Heterodimer aus TKT und TKTL1. Und das führt dazu, dass die Ribose massiv angehoben wird, die Konzentration, und die DNA synthetisiert wird. Und wenn das vollzogen ist, wird dann wieder das TKT und TKT-Homodimer gebildet. Das heißt, Transketolasen sind immer aktiv als Dimere. Und was neu ist, was auch noch nicht in den Lehrbüchern steht, dass es ein Heterodimer gibt aus TKTL1 und TKT. Und dieses Heterodimer andere Enzymeigenschaften aufweist, sprich die starke Riboseproduktion. Das heißt, die Autoren dieser Studie haben gesagt, die Lehrmeinung ist falsch. Bisher denkt man Pull-Effekt-steuerte Zellteilung. Das heißt, ich führe Zellteilung durch, die wird eingeleitet. Ich brauche mehr Ribose, die wird verbraucht. Und dann war die Lehrmeinung, dass man aufgrund des Verbrauchs dann eine Neuproduktion anschiebt. Das heißt, ich ziehe die Neuproduktion nach. Aber tatsächlich ist es andersrum. Und es war mir auch immer sehr suspekt, dass die Zelle auf Verdacht eine Zellteilung einleitet, wo doch nicht klar ist, ob ich genügend Energie und Baustoffe habe. Und tatsächlich ist die Zelle sehr konservativ. Die leitet nur dann eine Zellteilung ein, wenn genügend Baustein da ist. Und das heißt, TKTL1 kontrolliert den Zellzyklus. Es wird aktiviert, es bildet das Heterodimer und dann wird mehr Ribose-5-Phosphat produziert, weil die sogenannte Entnahmereaktion reduziert wird. Das heißt, unterm Strich wird ganz, ganz viel Ribose-5-Phosphat produziert. Die steigt an und diese hohe Konzentration an Bausteinen löst die Zellteilung aus. Und das ist die sichere Möglichkeit, eine Zellteilung durchzuführen und nicht auf Verdacht, wie das bisher in Lehrbüchern behauptet wurde, nach dem Motto, das wird schon kommen. Ich baue ein Haus und habe ein paar Bausteine auf meinem Bauplatz und das wird schon klappen. Wenn ich ein paar verbrauche, wird schon irgendjemand nachliefern. Nein, so ist es nicht. Die Zelle ist ganz clever, die steuert das und erst wenn die Bausteine da ist, dann wird die Zellteilung ausgelöst. Das Spannende war auch, dass die Forscher gezeigt haben, wenn ich ins Medium, wo diese Zellen wachsen, Ribose-5-Phosphat gebe, ist diese Ribose sogar in der Lage, Zellteilung auszulösen. Also Zucker hat eine viel stärkere Wirkung auf die Regeneration und Neubildung von Zellen, als man es bisher dachte. Das bedeutet aber auch, genau wie bei TKTL1, Ribose hat zwei Seiten. Der Zuckerribose, der normalerweise von TKTL1 gebildet wird, kann die Neubildung von Zellen auslösen. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man im Körper Tumoren haben sollte, dann ist Ribose natürlich das ideale Produkt, damit da schnell neue DNA synthetisiert wird. Das heißt, Ribose ist ein wunderbarer Zucker für Leistung, für Sport, für Regeneration. Aber es ist aber auch ein wunderbarer Zucker, um Krebszellen zu befördern. Und deshalb sollte man ja im Körper schauen, ob man Krebs oder Vorstufe von Krebs hat. Da gibt es auch einen Test jetzt, der verfügbar ist, der sehr spezifisch erkennt, ob Krebs im Körper vorliegt. Also man muss wirklich überprüfen, ob man im Körper Tumoren hat, generell schon, um Krebs zu verhindern. Aber man muss dann bei Ribose besonders sorgsam damit umgehen. Man kann es runterbrechen. Der entscheidende Punkt ist, Glucose wird mit der Transketolase in Ribose überführt. Und das ist der Baustein für neue DNA, aber auch der Baustein für die Reparatur-DNA.
Das heißt, wenn Sie natürlicherweise Mutationen haben, wir leben in der Umwelt, da gibt es Radioaktivität, es gibt Gifte in der Ernährung, es gibt in der Luft, gibt, wenn Sie Erdnüsse essen, die ein bisschen feucht gelagert wurden, haben Sie ein Aflatoxin drin, das macht Mutationen. Also wir sind immer in der Evolution ja, Stoffen ausgesetzt worden, die DNA schädigen. Das heißt, diese Ribose ist eigentlich ein wunderbarer Baustein, um diese DNA-Reparatur zu machen und neue Zellen zu bilden. Und damit kann man natürlich auch besser auf die Umwelteinflüsse reagieren, die dann dazu führen, dass Mutationen besser repariert werden, die DNA repariert wird. Und damit kann man sich besser schützen vor Schäden, die die Umwelt auf einen auslöst und auch die Spontanmutationen, die im Körper vorkommen. Natürlich ist derselbe Prozess auch entscheidend für die Reparatur von DNA-Schäden, die wir gezielt auslösen. Und das sind hier Strategien über Chemotherapien und Strahlentherapien. Die meisten oder fast alle dieser Strahlentherapien und Chemotherapien versuchen Zellschäden, insbesondere in der DNA, aber auch in der Membran, auszulösen, sodass die Zelle dann abgetötet wird. Und daher ist das TKDL1 so entscheidend auch für die Krebstherapie. TKDL1 erlaubt die Bildung von Ribose und Acetyl-CoA, zwei entscheidende Bausteine für die Bildung neuer Zellen, aber auch für die Reparatur bestehender Zellen. TKDL1 vermeidet die Bildung von Radikalen und neutralisiert Radikale. Das ist ein Stoffwechselweg, der Metabolite generiert, die die Radikale wirklich quenchen, also neutralisieren. Und damit hat TKDL1 die große Bedeutung, dass die Alterung verlangsamt wird. Also mit Zucker und einer gleichmäßigen TKDL1-Funktion kann ich die Alterung von Zellen massiv reduzieren. Und man muss sich das auch so vorstellen, eine Krebszelle ist ja eigentlich eine Zelle, die wird verteufelt, aber wenn man das nüchtern mal betrachtet, ist eine Zelle, die hat alles überstanden, was der Mensch sich bisher ausgedacht hat. An Giften, an Strategien, Sauerstoff wegnehmen, Strahlung, Gifte draufkippen, alles. Und immer dann, wenn das TKDL1 exprimiert wird, schafft es die Zelle. Und das ist diese enorme Bedeutung. TKDL1 ist ein Schutzfaktor, ist ein Schutz von gesunden Zellen, aber auch von Krebszellen. Und die Arbeit der Universität Frankfurt hat gezeigt, TKDL1 neutralisiert Radikale, die durch eine Strahlentherapie ausgelöst werden. Also wenn wir bewusst also Zellen schädigen wollen, durch exogene, energiereiche Strahlen, die dann auf die DNA und die Membran treffen, dann spielt das TKDL1 eine große Rolle. Also die Strahlentherapie scheitert in dem Moment, wo die Bausteine geliefert werden, wenn die Schäden wieder repariert werden. Und TKDL1 führt auch zu einer Resistenz gegenüber Cisplatin. Das war eine Arbeit, die hier schon 2017 publiziert wurde. Cisplatin ist eine häufig eingesetzte Chemotherapie. Das wirkt über eine DNA-Schädigung. Also das Ansatz ist wieder, man gibt Gift, man verändert die DNA und dann wird versucht, damit den Tumor abzutöten, dass die Zellen sterben. Eine weitere Strategie war auch hier, die ist 2018 publiziert worden, über Naturstoffderivate wie das Paclitaxel, das ist ein Stoff aus der Eibe. Auch da wurde gezeigt, dass eben die Zellen resistent werden. Und immer dann, wenn das TKDL1 blockiert wurde, war dann die Chemotherapie wieder wirksam. Und das war vorhin bei der Strahlentherapie genauso. Immer dann, wenn TKDL1 blockiert wird, wirkt die Chemotherapie oder die Strahlentherapie. Das ist die neue Arbeit aus dem September und da hat auch eine Top-Gruppe in Nature Communications, also eine sehr berühmte Zeitschrift, publiziert, welche Mechanismen auf Proteinebene vorliegen, dass diese Magenkrebs resistent wird gegen Chemotherapien oder zielgerichtete Therapien. Und daraus haben die neue therapeutische Strategien abgeleitet. Und darin steht, TKDL1 überwindet die Blockade der Zellteilung, die durch Chemotherapien ausgelöst werden. Eine wirklich teuflische und auch extrem wirksame Kombination an Chemotherapeutika ist die sogenannte DOC-Kombination. Und da ist es so, dass die drei Chemotherapien, Docetaxel, Oxaliplatin und 5-FU kombiniert werden. Und die wirken alle unterschiedlich. Also das verändert die
die Spindelapparate, das verändert die DNA, das blockiert die Synthese. Man sollte sich vorstellen, wenn man diese drei Blockademechanismen und Gifte kombiniert, dass da eigentlich nichts mehr wachsen kann. Aber die Forscher haben gezeigt, diese Daten zeigen, dass TKTL1 das Überleben in DOC-behandelten Zellen durch abnormale Chromosomenverteilung und DNA-Aneuploidien fördert. Das heißt, wenn da mal Chromosom kaputt geht aufgrund der Chemotherapie oder nicht mehr weiter hergestellt werden kann, schiebt das TKTL1 quasi die Bildung neuer Chromosomen an und dann entstehen Karyotypen, die sind völlig verrückt, also viel mehr Chromosomen als üblich. Und das versetzt die Zellen in die Lage, all diese giftigen Inhaltsstoffe zu überwinden und die Schäden wieder zu reparieren, sodass die Zelle weiter wachsen kann. Das ist eine Abbildung aus dieser neuen Arbeit. Und das sind auch diese Mikrotubuli gezeigt. Das ist ganz, ganz spannend, denn Pflanzen haben Stoffe, die in der Lage sind, diese Mikrotubuli zu beeinflussen, sodass zum Beispiel dann die Chromosomen nicht mehr richtig auseinandergezogen werden können. Und in dieser Arbeit ist auch gezeigt worden, dass auch spezifisch diese eine Chemotherapie, das Docetaxel, nicht mehr wirksam wird, wenn TKTL1 expandiert wird. TKTL1 fördert das Überleben von Krebszellen, die mit Chemotherapien behandelt werden, indem sie dann den programmierten Zelltod entkommen. Das heißt, TKTL1 schafft es, die Zelle so zu schützen, dass normalerweise Zellen, die absterben würden, nicht mehr absterben. Und dieser programmierte Zelltod wird nicht angeschaltet. Das heißt, es läuft ins Leere, man gibt Chemotherapie und die Zelle überlebt trotzdem. Und das wollen wir nicht. Und die Autoren schließen die Diskussion mit nachfolgender Conclusio zur Bedeutung von TKTL1 für den Nachweis einer Resistenz gegenüber diesen Chemotherapien. Das heißt, sie haben einen Marker gefunden, das ist das CTSE. Das zeigt an, wenn die Chemotherapie gut wirkt. Und sie haben einen Marker gefunden, der zeigt an, wenn die Chemotherapie nicht gut wirkt, wenn also die Empfindlichkeit reduziert wird. Und deshalb schlagen sie vor, dass die Kombination aus diesem CTSE-Marker und TKTL1 eine effektivere klinische Entscheidung erleichtern kann, um den relativen Vorteil einer DOC-basierten Therapie für Patienten zu bestimmen. Das heißt, dieses blinde Chemotherapie geben, ohne zu gucken, ob der Tumor Resistenzen hat, ist eigentlich völlig überholt. Und die neueste Forschung zeigt, das ist auch, was wir und ich schon lange vorschlagen, dass man schauen muss, wie verhält sich der Tumor, hat er diese Resistenzen und muss man diese Resistenzen überwinden, damit auch der Therapieerfolg sich einstellt. Man kann nicht einfach so tun, als ob diese Resistenzen nicht gäbe, sondern man muss die Resistenzen erkennen. Und das geht relativ einfach. Man kann das TKTL1 im Tumor bestimmen über Gewebeschnitte, über PCR, das ist alles gemacht worden, aber es wird leider nicht umgesetzt. Das heißt, Krebspatienten bekommen die Chemotherapie, ohne dass vorher geschaut wird, ob die Resistenzen da sind. Und es wird auch nicht den Patienten den Hinweis gegeben, dass sie die Resistenzen überwinden kann. Und der entscheidende Punkt ist, die Lehrbücher sind falsch und genau dieser Stoffwechselweg, das erlaubt Krebszellen die Bildung von Membranen, Fetten hier, und von Ribose-5-Phosphat, sodass alle Bausteine da sind, dass die Tumoren schnell wachsen, aber auch geschädigte Tumorzellen, zum Beispiel die durch Chemo- und Strahlentherapie geschädigt sind, dass die überleben können. Letzten Endes muss man sagen, es gibt keinen Stoffwechsel, der uns töten soll, sondern das ist eigentlich ein perfekter Schutzmechanismus, der von TKTL1 ausgeht. Nicht jede Zelle darf sehr viel TKTL1 verwenden. Das wird genommen, um die Reduzierung von Radikalen in der Zelle zu ermöglichen, also die Radikalbildung zu supprimieren. Es werden aber auch Stoffwechselprodukte gebildet, die dann aktiv die Radikale, die da sind, neutralisieren und damit wird die Apoptose unterdrückt. Also Zellen, die wichtig sind, dürfen dann nicht absterben und TKTL1 macht es. In dieser Arbeit wurde zum Beispiel gezeigt, auch wieder Nature Cell Biology, Top-Zeitschrift, dass Glukosestoffwechsel die Apoptose inhibiert in Nervenzellen und Krebszellen. Das heißt, derselbe Mechanismus, der unsere Nerven schützt, schützt auch Krebszellen. Und das ist Zucker, TKTL1. Und diese Radikalbildung spielt dann eine ganz, ganz besondere Rolle, wenn sich eine Zelle teilt. Und dann ist es so, die DNA im Zellkern, die liegt normalerweise schön geschützt über die Kernhülle vor, ist verpackt.
Und die Verbrennungsmaschinen hier in Braun, das sind die Mitochondrien, die verbrennen dann Wasserstoff und dann entstehen immer wieder schnelle Radikale und das bildet diese reaktive Oxygenspezies. Mitochondrien, die sehr viele ROS bilden, machen uns alt und das ist der Grund, weshalb es Krankheiten gibt, wo Menschen schon mit 6, 7 Jahren aussehen, als ob sie 70 oder 80 sind. Das sind diese defekten Mitochondrien. Jetzt ist natürlich hochbrisant und sehr gefährlich, wenn die Zelle sich teilt, stellen Sie sich vor, die Kernhülle wird aufgelöst, die DNA wird dupliziert und diese gefährlichen Verbrennungsmaschinen kommen direkt in die Nähe dieser DNA. Dann entstehen Mutationen und das ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt, in dieser Phase, wo die DNA besonders empfindlich ist, wird die Mitochondrienaktivität abgeschaltet und es wird nur noch Energie freigesetzt über die Zuckervergärung, sodass keine gefährlichen Radikale gebildet werden. Und deshalb ist diese Vergärung so wichtig in allen Zellen, aber insbesondere auch in Stamm- und Keimzellen oder bei der Spermienproduktion ist TKT1 der entscheidende Faktor für die Bildung neuer DNA, die nicht geschädigt ist. Sonst hätten wir sehr viele Mutationen in neugeborenen Kindern. Das würde natürlich eine sehr, sehr negative Belastung für die Menschheit insgesamt darstellen. Und deshalb ist das TKT1 so entscheidend, weil es diese Radikalbildung vermeidet und die Bausteine liefert. Bereits 1997 konnten Forscher ja zeigen, dass diese aerobe Glykolyse, das ist diese Vergärung des Zuckers, ohne dass die Mitochondrien verwendet werden, dass das in proliferierten Zellen verwendet wird als protektive Strategie gegen reaktive Oxygene, also Oxygenspezies, das ROS. Das heißt, wenn die Zelle besonders empfindlich ist, dann sagt sie Mitochondrien, ich will euch nicht, das ist zu gefährlich, ich schalte euch jetzt mal weg. Und dann wird alles über den Zuckervergärungsstoffwechsel gemacht. Und das schützt vor Radikalen. Deshalb kann man sagen, TKT1 erlaubt einen Zuckervergärungsstoffwechsel in Anwesenheit von Sauerstoff, weil dort natürlich auch die Radikale produziert werden. Und die in Lehrbüchern präsente Vergärung wird ja abgeschaltet durch Sauerstoff. Das heißt, die kann uns ja nicht vor den Radikalen schützen, die durch Sauerstoff gebildet werden. Also es gibt einen völlig anderen Stoffwechselweg, der auch zur Milchsäure führt, aber der biochemisch ganz anders läuft und eine andere Funktion hat. Es ist nicht, dass man hauptsächlich wachsen will ohne Sauerstoff. Das kann auch durch den Stoffwechsel möglich werden. Aber das Entscheidende ist, dass zum Beispiel die Vergärung in der Netzhaut wichtig ist, um die Radikale dort zu verhindern und zu blockieren. Und TKT1 ist verantwortlich für Invasivität und Metastasierung. Das ist auch ein Prozess, der bei dem Immunsystem eine große Rolle spielt. Das hat man jetzt wiederum gesehen. Invasivität von Makrophagen wird durch SARS-CoV-2 ausgelöst. Dort spielt auch TKT1 und die Zuckervergärung entscheidende Rolle. Dann die Resistenzen gegenüber Chemotherapien. Was ich aufgezeigt habe, ist basierend auf der Bildung von Bausteinen, um die Therapieschäden zu reparieren, sodass die Krebszelle überleben kann. Und dasselbe ist auch jetzt bei Strahlentherapien gezeigt worden. Wenn Sie Glucose applizieren, die radioaktiv markiert ist, dann wird es weltweit ausgenutzt, um Krebs zu finden. Das Prinzip beruht darauf, dass Krebszellen sehr viel mehr Glucose aufnehmen und muss die Glucose nur radioaktiv markieren. Und dann sieht man aufgrund der Radioaktivität, wo hier die Metastase und der Tumor ist. Das ist hier die Blase, da wird die Radioaktivität ausgeschieden, ist kein Tumor. Das heißt, im Körper sieht man aufgrund der verstärkten Glucoseaufnahme, wo überall Krebs ist, der aggressiv ist und Metastasen. Und das Prinzip ist nicht sehr verwunderlich mit dem Wissen jetzt. Normaler Stoffwechsel, Mitochondrien, ich kann Glucose, Eiweiß oder Fett verbrennen. Ich brauche nicht sehr viel, weil ich ja alles verbrenne. Wenn ich aber nicht verbrenne, vergehre, brauche ich sehr viel mehr Glucose. Und deshalb ist die Glucoseaufnahme in Zellen mit TKT1 hohe Aktivität sehr hoch. Hier wird als Endprodukt CO2 und Wasser gebildet. Und hier wird der Großteil der Energie nicht aus dem Substrat rausgeholt, also Milchsäure wird ausgeschieden. Das ist aber kein Problem für die Zelle, weil viel reingeht und viel rausgeht. Das heißt, unterm Strich hat die Zelle nicht weniger Energie als diese Zelle, die verbrennt. Diese Zelle hat den Vorteil, dass sie sogar total geschützt ist. Also Radikale spielen keine Rolle, DNA-Schäden, Sauerstoff spielt keine Rolle. Die Zelle kann wachsen, die braucht niemand, nur Glucose. Und bereits 1924 hat Nobelpreisträger Otto Warburg die These aufgestellt, dass Krebs eigentlich die Konsequenz des Abschaltens der Verbrennung in den Mitochondrien und des Anschaltens der Vergärung von Glucose ist. Er hat manche Äußerungen ein bisschen unglücklich getroffen, weil Krebs
nicht nur dadurch bedingt ist, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor bei Krebs. Aber die Krebsvergärung oder diese Zuckervergärung spielt nicht nur bei Krebs eine Rolle, sondern die ist in der Netzhaut, im Hoden, die ist bei Immunzellen. Also dieser Warburg-Effekt, diese Vergärung von Zucker in Anwesenheit von Sauerstoff ist überall dort wichtig, wo die Radikale unterdrückt werden, wo Zellen wachsen müssen, die wichtig sind, wie Stammzellen und Keimzellen. Und diese Arbeit ist aber sehr bedeutsam. Das war zu einer Zeit, als die Wissenschaftssprache noch Deutsch war. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Artikel mal zu lesen. Es ist ein wunderbares Abbild von Intelligenz, weil er über Denken und wenige klare Experimente zeigen konnte, dass eigentlich der Stoffwechsel der entscheidende Faktor ist bei Krebs. Und diese Arbeit ist neu oder relativ neu, 2008, also nicht 1924, aber in auch Top-Zeitschrift publiziert. Und die hat gezeigt, dass dieser Glukosemetabolismus, diese Apoptose in Nervenzellen und in Krebszellen blockiert. Das heißt, das Prinzip ist die Inaktivierung von Cytochrom C, das ist ein Teil der Mitochondrien. Wenn das inaktiviert wird, und das wird über den Zuckerstoffwechsel gemacht, wird die Zelle davor bewahrt, abzusterben. Und deshalb ist Zucker wichtig für die Nervenzellen. Wenn Zucker nicht in ausreichender Menge in Nervenzellen verfügbar ist, ist es eine Folge dann, dass diese Nervenzellen leichter absterben und wir diese verlieren. Und es äußert sich zum Beispiel in Alzheimer und Demenz. Die Herunterregulation eines Proteins namens Werner-Protein, das löst hier ein Syndrom aus, bei dem Menschen sehr schnell altern. Und man hat nicht gewusst, wieso die Menschen so schnell altern. Und es hat sich herausgestellt, bei den Menschen kommt es durch dieses Ausschalten, diese Mutation in dem Werner-Protein dazu, dass TGT1 nicht aktiv wird und damit der Vergärungsstoffwechsel nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, bei den Menschen findet man sehr viel Radikale, sehr viel DNA-Mutation und das ist die Folge des Fehlens von TGT1. Wenn es nicht im Körper aktiv ist, dann haben wir eine massive Verkürzung der Lebenszeit des Menschen und die Alterung ist sehr, sehr hoch. Deshalb kann man sagen, Zellen in der Zellteilung brauchen diesen TGT1-Stoffwechsel. Das ist ganz wichtig, insbesondere Stamm- und Keimzellen, weil die ja sehr viele Tochterzellen haben und Mutationen in diesen Zellen hätten dramatische Konsequenzen. Nervenzellen, dort wird Zucker gebraucht, um die Apoptose zu unterdrücken, damit wir diese Nervenzellen nicht verlieren. Stellen Sie sich vor, Sie merken sich als Kind, was lernen was und das verlieren Sie nach 10 Jahren wieder. Wenn die Nerven absterben, ist das Wissen auch weg. Also Schutz der Nervenzellen ist auch Schutz des Wissens. Das garantiert, dass wir im Alter noch wissen, was wir das Leben über gemacht haben und diese ganzen Lerninhalte und alles, was wir auch sozial erlebt haben, noch gespeichert haben. Und Zucker hat natürlich auch eine nachteilige Reaktion. Es ist eigentlich ein Aldehyd oder eine Ketogruppe, die dann mit Eiweißen reagiert. Das heißt, hohe Zuckerkonzentrationen machen Zellschäden und Endothelzellen, das sind die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, die sind einer hohen Zuckerkonzentration ausgesetzt. Und da ist es sehr wichtig, dass TGT1 dann diese Zellen auch schützt, indem die Zuckerschäden, die Radikalbildung verringert werden. Und der Netzhaut ist auch der Zucker hat eine große Bedeutung, weil da die Radikale neutralisiert werden. Licht, das auf die Netzhaut fällt, macht immer wieder Radikale und ohne TGT1 und Zuckerstoffwechsel würden wir erblinden. Deshalb kann man sagen, es gibt zwei Seiten der TGT1. Eigentlich ist es ein perfekter Stoffwechsel, der ja, Radikale vermeidet, diese neutralisiert, es erlaubt einen schnellen Glukoseabbau. Es ist ein Schutz vor diesen Advanced Glycation End Products, weil eben Zucker dann nicht mehr diese gefährlichen Reaktionen machen kann. Das ist ein Schutz der Endothelzellen, der Nerven, der Retina, also Netzhaut. Und das sind diese neuen Daten, das zeigt, dass TGT1 diese zwei entscheidenden Bausteine für neue Zellen liefert, also Ribose und Acetyl-CoA. Und auf der anderen Seite ist es so, das ist die Basis von einem effizienten Glukoseumbau in DNA und Fett. Deshalb wachsen Krebszellen so schnell, wenn sie Zucker bekommen. Sie können ohne Sauerstoff wachsen. Sie können mit der Milchsäure, die gebildet wird, die umgebende Matrix abbauen. Und das ist die Basis für Invasivität und Metastasierung. Durch die Bausteine Acetyl-CoA und Ribose können Strahlen- und Chemotherapie-Schäden repariert werden, sodass die Resistenz entsteht. Und die gebildete Milchsäure blockiert die Immunantwort. Es gibt auch jetzt nochmal eine ganze Reihe von neuen Publikationen, die zeigen, dass TGT1 und Transketolase das Immunsystem steuert. Also das sind auch große Veränderungen, die jetzt im Verständnis kommen, wie eigentlich unser Immunsystem funktioniert. Und immer dann, wenn wir eine Entzündung haben, wird vermehrt Zucker aufgenommen. Und das ist ein ganz wichtiger
Ja, Punkt auch, dass Zucker die Basis ist für eine Aktivierung des Immunsystems. Aber im Falle von SARS-CoV-2 und Corona war es so, dass das Immunsystem durch Zucker zu stark aktiviert wurde. Hierzu habe ich auch ein Interview gegeben, das auf der Seite Vitalissimo vom Gräf und Unser Verlag publiziert wurde. Und das hat sich jetzt wirklich auch bestätigt durch Top-Forschung. Das ist die fehlende Umschaltung auf die Ketose. Deshalb wird das SARS-CoV-2-Virus so gefährlich im Gegensatz zu einer Influenza-Infektion, weil da der Körper nicht mit der Ketose reagiert. Und wenn man dann noch Zucker gibt, wie das in den Intensivstationen leider der Fall war, dann hat man genau den Prozess der Entzündung und dieser tödlichen Prozesse gefördert, was natürlich absolut kontraproduktiv war. Aber die Veränderung der Ernährung des damit verbundenen Zuckerstoffwechsels vom Jäger und Sammler zum Menschen in der industrialisierten Welt hat massive Konsequenzen. Es hat Auswirkungen auf unsere mentale Leistungsfähigkeit und Alterung. Es wird oft so kommuniziert und die Presse hat sich so quasi darauf eingeschossen, Zucker wird als ungesundes Lebensmittel angesehen, aber das tolle Brot, das ist ganz gesund, weil es ja komplexe Kohlenhydrate enthält und keinen Zucker enthält. Wenn man sich aber das Brot mal anschaut, so ein typisches Weizenbrot mit Weizenmehl, dann sind fast 3/4 aus Kohlenhydraten. Und aus was bestehen die Kohlenhydrate? Aus Amylose, also diese Kette, die unverzweigt ist, mit vielen langen Einheiten. Oder die stark verzweigte Kette, nennen wir Amylopektin. Und diese Stärke ist der Hauptbestandteil von Lebensmitteln, wie jetzt hier, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es reiner Traubenzucker. Nur, dass er nicht süß schmeckt, sondern wenn man Mehl länger im Mund behält, dann merkt man, dass es süß ist. Also dann entsteht die Süße, weil wir diese Ketten abspalten. Aber das Brot wird nicht als Zucker registriert. Man denkt, das ist Brot, ist gesund. Es ist eine Traubenzuckerquelle. Weißbrot besteht zu 3/4 aus reinem Traubenzucker. Und der Blutzuckeranstieg ist noch schneller als mit Haushaltszucker. Und es liegt daran, dass immer wieder Traubenzucker an Traubenzucker hängt und diese Verdauung sehr schnell ist, insbesondere beim Amylopektin, wo es sehr viele Enden gibt. Das heißt, wenn ich viele Enden habe, wird sehr schnell Glucose abgespalten und der Blutzuckeranstieg ist hoch. Bei Lebensmitteln, die sehr viel Amylose haben, geht es sehr viel langsamer. Eine Kette hat nur 2 Enden. Das heißt, ich habe nur 2 Möglichkeiten, Zucker abzuspalten und bis dann so 1000 Moleküle freigesetzt werden, das dauert Stunden. Das heißt, man kann durch die Auswahl der Lebensmittel, es gibt zum Beispiel Kartoffeln, die haben einen hohen Amyloseanteil, es gibt Mais mit hohem Amyloseanteil, die sind viel gesünder, aber das interessiert momentan auch keinen. In den 80er Jahren hat Montillac Experimente gemacht mit Mehlen, mit dem höheren Amyloseanteil, die waren sehr erfolgreich, aber das ist dann wieder eingeschlafen, weil die Konsumenten nicht wissen, wie gefährlich es ist, eigentlich diese hohen Mengen an Amylopektin zu konsumieren. Und wenn man sich überlegt, wie viel Zucker in der heutigen Nahrung enthalten ist, Zucker und Kohlenhydrate, dann wird das angegeben als glykämische Last. Das heißt, also glykämische Last ist quasi wie an Menge, wie viel Zucker und wie viel Kohlenhydrate sind in den Lebensmitteln drin. Und wenn ich wissen will, wie stark steigt der Blutzucker nach dem Essen an, dann wird das als glykämischer Index bezeichnet. Letzten Endes ist es so, das ist hier Saccharose, also Haushaltszucker, und das ist Isomaltulose, die blaue Kurve. Das zeigt, wenn ich hier Haushaltszucker esse, dann nach einer halben Stunde habe ich schon den Maximalpeak, also einen hohen Blutzuckeranstieg. Dann wird Insulin ausgeschüttet, weil hohe Konzentrationen Zucker schädlich sind. Dann wird es ausgeschüttetes Insulin, das führt dazu, dass Zucker aufgenommen wird. Der Blutzucker sinkt, aber durch diesen hohen Wert am Anfang wird sehr viel Insulin ausgeschüttet und das führt zu einer überschießenden Reaktion, sodass es zu einer Unterzuckerung kommt. Das heißt, dieser hohe Anstieg ist sehr gefährlich, weil es die Unterzuckerung auslöst. Und bei der Isomaltulose, die besteht genauso wie die Saccharose aus Fructose und Glucose, aber die Verbindung zwischen den beiden Zuckern ist so, dass wir die langsam nur verdauen können. Also die Spaltung ist langsam, das bedeutet Isomaltulose, selbe Zuckereinheiten, aber langsam verdaut. Das heißt, der Anstieg ist nicht so hoch. Und ich habe viel länger von meinem Zucker und ich habe keine Unterzuckerung. Das ist der entscheidende Punkt. Diese schnellen Anstiege führen immer wieder zum Abfall. Und in diesen Phasen hier hinten, da ist man dann unkonzentriert und schlecht gelaunt. Das ist für Kinder eine Katastrophe, wenn die normale Zucker, wie jetzt, ich will jetzt keine besonderen Namen nennen, aber die typischen
Produkte mit Schokolade und Zucker drin, die machen Kinder euphorisch. Hier, das ist die Phase, wo das Gehirn anfängt, richtig gut zu arbeiten. Und dann fängt der Blutzucker an abzusacken und dann hat man schlechte Laune. Die Kinder werden aggressiv. Das heißt, es ist eigentlich völlig unethisch, Kindern, anderen auch, aber Kindern insbesondere, Zucker zu geben, die diesen wahnsinnigen, gefährlichen Verlauf nehmen. Das heißt, erst totale Aktivierung, unkonzentriert halt. Und wie soll ein Kind in der Schule lernen, wenn ständig diese Wechsel sind aus Euphorie und Depression, also Aktivität, Entzug, schlechte Laune? Das bedeutet, wir müssen, ähnlich wie bei Pamela, es so überlegen, wenn wir einen starken Ausstoß haben mit einem hohen Blutzuckerspiegel, dann haben wir auch einen Preis dafür zu zahlen, dass der Blutzuckerspiegel absackt. Aber wenn wir nur einen geringen oder gar keinen Ausschlag haben, ein geringer Ausschlag hat schon einen geringeren Gegenausschlag. Und es gibt Zucker, das sind die intelligenten Zucker, die führen zu keinem Ausschlag. Das heißt, ich habe keine Unterzuckerung. Das heißt, geringere Blutzuckerausschläge nach oben bedeuten weniger Zellschäden, weil Zucker diese Aminosäuren und Proteine nicht schädigt. Es gibt mehr Leistung, weil ich mehr Zucker verfügbar habe. Ich habe nicht die Unterzuckerung. Ich habe nicht die damit verbundenen Leistungsabfälle. Und ich habe auch nicht den damit verbundenen Konzentrationsmangel. Die Höhe des Blutzuckers ist entscheidend für viele Erkrankungen. Für Gedächtnisverlust spielt es eine entscheidende Rolle. Das ist eine Arbeit, die hat gezeigt, hohe Glukosespiegel sind ein Risikofaktor für Demenz, auch bei Menschen ohne Diabetes. Das ist eine Arbeit, die hat gezeigt, hohe Glukosespiegel sind mit einem verminderten Gedächtnis und reduzierter Mikrostruktur des Hippocampus assoziiert. Der Hippocampus ist das Hirnareal, wo die Informationen gespeichert werden, was wir am Tag überlebt haben. Das ist quasi der Bereich, der für das Gedächtnis verantwortlich ist. Ein hoher Blutzuckerspiegel hat einen negativen Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit und die Struktur des Hippocampus. Auch da ist es wieder Leistungsfähigkeit und Gehirnstruktur. Risiko für Demenz steigt mit Höhe des Blutzuckerspiegels. 2019. Eine Insulinresistenz ist prädiktiv für die Bildung von Amyloidablagerungen im Gehirn. Das heißt, wenn ich wenig Insulin, also wenn ich Insulinresistenz habe, das kommt durch viel Zucker, hohen Blutzucker, dann führt es dazu, dass Zucker nicht mehr ordentlich aufgenommen wird ins Gehirn und dann bilden sich die Plaques. Also die Plaques sind nicht erst, sondern erst kommt die Insulinresistenz, dann kommen die Plaques und nicht die Plaques und dann der Ausfall. Es gibt Menschen, die haben Plaques und trotzdem keine Probleme oder wenig Probleme. Die Ursache ist der gestörte Zuckerstoffwechsel. Wenn ich insulinresistent bin, habe ich ein Zuckeraufnahmeproblem im Gehirn und das führt dazu, dass dann im Gehirn große Schäden auftauchen. Das hier, das habe ich vorhin schon mal gezeigt, FDG, Fluordeoxyglucose, das ist ein Bild, das zeigt, wie stark wird Glucose im Gehirn aufgenommen. Die rote Farbe ist starke Aufnahme, das ist ein gesundes Gehirn. Sie sehen in den ganzen äußeren Bereichen sehr starke Zuckeraufnahme. Und was sehen Sie hier? Im Frontallappen hier ist keine Aufnahme. Das ist ganz schwach und das ist die Katastrophe, dass eben bei Alzheimer-Patienten der Zucker nicht mehr im Gehirn ankommt. Durch den Konsum von Zuckern, die ständig im Blut auftauchen, hohe Blutzuckerspiegel generieren, daraus resultiert eine Insulinresistenz und dann wird der Zucker nicht mehr ins Gehirn aufgenommen. Das heißt, der Zuckermangel im Gehirn verhindert, dass sich die Nervenzellen schützen können. Die sterben ab aufgrund von einer Entkopplung. Die sind in einem Körper, wo der Blutzucker hoch ist, aber das Gehirn ist zuckerverarmt. Das sieht man hier. Und das heißt, man kann diese FDG Methode nicht nur nutzen, um Krebs zu finden. Dort, wo viel Zucker aufgenommen ist, Krebs, weil der mit Zucker besonders gut wächst. Bei Alzheimer ist es umgedreht. Dort, wo wenig Zucker aufgenommen wird, entsteht Alzheimer oder ist schon Alzheimer da. Und das Spannende ist auch, es zeigen immer mehr Studien, dass die Aufnahme dieser radioaktiven Glucose ins Gehirn auch die frühzeitige Detektion von Alzheimer erlaubt. Also bevor man richtig manifest Alzheimer hat, kann ich über eine PET-Untersuchung feststellen, dass ich in 6-7 Jahren Alzheimer entwickelt werde. Und das ist doch genial. Ich will doch nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis mein Hirn kaputt ist, sondern ich will doch 6-7 Jahre vorher wissen, Vorsicht, da läuft was in die falsche Richtung. Ich muss mein Gehirn wieder mit Zucker richtig versorgen. Und das ist möglich. Das wird nur wenig eingesetzt. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Infarkt, auch dort spielt der Zucker eine entscheidende Rolle. Hoher glykämischer Index korreliert mit erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankung und Tod. Das heißt, wenn ich einen hohen Blutzucker habe,
habe ich eine Endothelzellschädigung, ich habe steife Blutgefäße und ruckzuck Risse und dann Trompen, die machen eine Verstopfung und ich habe dann Herz-Kreislauf. Immer noch die Nummer eins der Todesursachen in Deutschland und weltweit, also Herz-Kreislauf. Aber auch Krebs ist es gezeigt. Hohe glykämische Last, viele Kohlenhydrate erhöhen das Risiko für Brustkrebs. Es gibt aber auch Studien, die zeigen die Bedeutung der Kohlenhydrate für die Rückkehr einer Krebserkrankung. Das ist hier eine Studie, die hat gezeigt, die Rückkehr von Darmkrebs, man ist ja froh, wenn man den Darmkrebs überwunden hat, aber der Konsum von Kohlenhydraten nach der erfolgreichen Behandlung, der entscheidet darüber, ob Darmkrebs wieder zurückkommt. Und das ist auch bei Brustkrebs gezeigt. Kohlenhydratkonsum entscheidet über die Wahrscheinlichkeit, ob der Brustkrebs zurückkommt. Und wenn ich Sie so frage, was schätzen Sie, wie viel Prozent Anstieg bedeutet ein gleich hoher oder höherer Zuckerkonsum oder Kohlenhydratkonsum nach der Operation und der Behandlung? 10%, 30%, ich war total überrascht. 500% nimmt die Rückkehrrate zu. Das heißt, wenn ein Onkologe sagt, essen Sie, was Sie wollen, vor der Therapie oder nach der Therapie, der ist nicht auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage. Es ist eindeutig. Zucker hat eine große Bedeutung, aber man muss auch wissen, Zucker ist nicht gleich Zucker. Zucker können zu gezielten Veränderungen des Stoffwechsels ausgenutzt werden. Und Galaktose löst eine Stoffwechselveränderung von Vergärung hin zur Nutzung von Mitochondrien, also der oxidativen Phosphorylierung aus. Mitochondrien sind Verbrennungsmaschinen, das waren vormals freilebende Bakterien. Und die Galaktose kann nicht in der normalen Vergärungsstoffwechsel so genutzt werden. Diese Studie ist sehr spannend, die zeigt, Galaktose verstärkt den oxidativen Stoffwechsel und deckt Mitochondrienfehlfunktionen auf. Das heißt, wenn Sie Galaktose konsumieren, ist es so, als wenn Sie einen Ausdauerlauf im aeroben Bereich machen. Das ist derselbe metabolische Effekt. Das fördert die Aktivierung der Mitochondrien und erhöht den Sauerstoffverbrauch um 30%. Woran liegt es? Die Glucose liefert bei der Vergärung 2 ATP. Aber die Galaktose kein ATP. Und es liegt daran, Galaktose ist auch ein Einfachzucker wie die Glucose, aber sie muss umgebaut werden in Schritten, die man energetisch sozusagen mit Energie bezahlen muss. Man muss ATP investieren. Das heißt, ich muss so viel Energie vorher in den Umbau investieren, die nachher bei der Vergärung herauskommt. Und das bedeutet, Galaktose ist ein kalorienfreier Zucker für die Zelle, die vergären will und kann damit nicht leben. Und die einzige Möglichkeit einer Zelle ist, mit Galaktose zu leben, die Mitochondrien anzuschalten. Und deshalb wird die oxidative Phosphorylierung angeschaltet und damit aber auch erhöhten Sauerstoffverbrauch und eine erhöhte Fettmobilisierung, Fettverbrennung. Die Galaktose verhindert die Milchsäurebildung durch Krebszellen, weil sie ja nicht vergoren werden kann. Das bringt einer Krebszelle nichts. Deshalb war ich jetzt fasziniert, auch dieses Jahr vor kurzem publiziert, Galaktose verhindert die Milchsäurebildung durch Krebszellen und Galaktose hemmt das invasive Wachstum sowie die Metastasierung von Krebszellen. Das liegt einfach daran, die Krebszelle hat keinen energetischen Vorteil, sie hat keine Energie aus der Galaktose. Damit muss sie die Milchsäureproduktion einstellen und sie kann nicht mehr invasiv wachsen und keine Metastasen bilden. Und das alleine ist schon ein Riesenfortschritt. Ich kann aus der Krebssituation eine machen, die stabil ist. Ich habe den Tumor an der Stelle, aber keine neuen Metastasen mehr. Das ist ein Riesenfortschritt. Und die Galaktose macht natürlich Mitochondrienaktivierung. Das heißt, dort habe ich mehr Radikale. Und dann kann ich Strahlen und Chemotherapien sogar noch mehr wirksamer machen, indem die Galaktose die Mitochondrienaktivität erhöht, mehr Radikale gebildet werden und über Zytochrom C auch leichter den Zelltod auszulösen. Es ist dann möglich, das zu machen. Was passiert, wenn die Krebszelle die DNA-Schäden repariert? Das ist ja eine Zelle, die wir nicht mehr wollen. Mit Zucker rettet sich eine Krebszelle vor der Chemo- und Strahlentherapie. Die Krebszelle überlebt. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen Chemotherapien und Strahlentherapien, die Krebszelle so schädigen, dass sie auch sterben. Und was kann ich machen, um die Chemo- und Strahlentherapie wirksamer zu machen? Das ist die Substratlimitierung. Das ist eine ganz einfache Regel in der Biochemie. Wenn das Substrat, also der Ausgangsstoff für eine Enzymreaktion nicht mehr da ist, kann das Enzym nicht mehr funktionieren. Das heißt, die TKTL1 braucht die Glucose,
dass sie die Ribose machen kann. Sie braucht die Glucose, damit sie Acetyl-CoA machen kann. Und wenn der Zucker nicht kommt, läuft TKT1 ins Leere. Sie hat nichts zu tun, es passiert nichts und die Bausteine können nicht produziert werden. Das heißt, obwohl ich TKT1 im Tumor habe, es hat keine Schutzfunktion, weil der Zucker fehlt. Deshalb kann man die TKT1 in den Tumoren hemmen, indem man eine ketogene Ernährung durchführt. Das heißt, die Zucker und Kohlenhydrate, die Glucose freisetzen, so reduzieren, dass eben die Mitochondrien aktiviert werden und die Milchsäure nicht mehr gebildet wird. Damit kann ich die Invasivität hemmen, die Radikalbildung auslösen und es werden die Bausteine nicht produziert durch TKT1 für die Reparatur der DNA und der Membran. Und mit dem neuen Wissen über die Bedeutung der Zucker kann ich sogar noch das erleichtern, indem ich zum Beispiel Galactose, Tagadose, Mannose dazu nehme, weil das sind alles Zucker, die diese Vergärung hemmen und die Mitochondrienaktivität erhöhen. Das heißt, ketogene Ernährung plus diesen Zucker hier, diese Auswahl an Zucker, ist eigentlich die ideale Kombination, um die Krebszelle so zu verändern, letztendlich eine metabolische Sensitivierung durchzuführen, dass die Empfindlichkeit gegenüber Strahlen und Chemotherapien maximiert wird. Und das wollen wir alle. Wir wollen, dass die Chemotherapie und die Strahlentherapie richtig gut wirkt, dass wir diese blöden Krebszellen los sind. Und wenn wir aber Zucker essen, schaffen die Krebszellen, sich mit dem TKT1 davor zu schützen. Ich habe bereits 2006 postuliert, dass eine ketogene Ernährung die Krebstherapie verbessern wird. Damals bin ich noch belächelt worden, aber heute ist klar, das funktioniert. Ich kann mit der Zusammensetzung der Nahrung, kann ich den Stoffwechsel eines Tumors beeinflussen. Es gab ja Leute, die gesagt haben, ich kann essen, was ich will, es gibt immer Zucker im Blut und der Stoffwechsel des Tumors ändert sich nicht. Das ist falsch. Der Stoffwechsel der Krebszelle ist über eine Veränderung der Zusammensetzung der Nahrung des Menschen, sprich über eine Reduzierung des Kohlenhydrat- und Eiweißanteils veränderbar. Und der Beweis ist mit einer Studie von Onkologen des Lübecker Universitätsklinikums erbracht worden, 2013. Und dort wurde ganz klar gezeigt, eine ketogene Diät hemmt die Produktion von Milchsäure im Tumor. Das heißt, Milchsäure ist das Endprodukt der Vergärung, das wird nicht mehr gebildet, die Vergärung läuft nicht mehr. Der Glukosestoffwechsel des Tumors wird durch die Ernährung beeinflusst. Und Zitat, der in vivo Glukosemetabolismus des Tumors, des Tumorgewebes in dem Fall, wird ganz klar von der Ernährung beeinflusst. Wie haben die es gemacht? Sie sagen in vivo, also sie haben es direkt im Menschen gemessen. Die haben über Mikrosonden, die sie in die Tumoren eingeführt haben, direkt gemessen, ob die Tumoren im Körper noch Milchsäure produzieren. Und siehe da, sie konnten beweisen, wenn die ketogene Ernährung eingesetzt wird, wird die Milchsäureproduktion im Körper in den Tumoren gehemmt und es kommt zur Aktivierung der Mitochondrien und des Verbrennungsstoffwechsels. Das heißt, die Zusammensetzung der Nahrung beeinflusst sehr wohl den Stoffwechsel des Tumors. Und es gibt sogar eine kontrollierte, randomisierte klinische Studie, die die Wirksamkeit bewiesen hat. Das sind Forscher, die genau meinen Ansatz überprüft haben, also eine ketogene Ernährung mit diesen MCT-basierten Ölen. Und dabei ist herausgekommen, Hemmung des Zuckerstoffwechsels durch eine ketogene Ernährung, also Substratlimitierung, wenig Kohlenhydrate, wenig Eiweiß, verbessert das Überleben von Brustkrebspatientinnen mit chemotherapeutischer Behandlung. Und das Ergebnis der klinischen Studie, eine Chemotherapie kombiniert mit einer ketogenen Diät, verbessert biochemische Parameter, Körperzusammensetzung und das Überleben, ohne dass substanzielle Nebeneffekte bei Brustkrebspatientinnen auftreten. Ich bin jemand, der nicht nur forscht, sondern ich versuche auch immer aus den Forschungsergebnissen Mittel und Wege abzuleiten, wie man das nutzen kann. Das wird man manchmal auch natürlich vorgeworfen, dass man dann Produkte entwickelt, die dann wiederum verkauft werden sollen. Aber ein Bäcker, der Brot verkauft, den wirft man auch nicht vor, zum Beispiel sich am Hunger der Leute zu bereichern. Ich habe diese Entdeckung gemacht und ich bin überzeugt davon, dass die Krebstherapien in Zukunft viel, viel wirksamer und verträglicher werden, wenn diese Ergebnisse umgesetzt werden. Und dazu habe ich eine neue Pulvermischung entwickelt, mit dem man also diesen Pulver dann mit Wasser oder mit zuckerarmen Lösungen, Flüssigkeiten wie Hanfmilch oder solchen Flüssigkeiten kann man in Ketotrink ansetzen, wo hier MCT-Öle, die sind hier sprühgetrocknet in dem Pulver mit drin und Galactose und Tagadose.
Dieses Produkt führt dazu, dass sehr schnell und sehr effizient ein ketogener Stoffwechsel ausgelöst wird, sodass Tumorzellen sensitiviert werden für DNA- und zellschädigende Therapien wie Chemo- und Strahlentherapie. Ich will aber an der Stelle ganz bewusst betonen, das soll nicht so verstanden werden, man isst dieses oder trinkt diesen Keto-Shake und dann ist es weg, sondern der macht einen Tumor empfindlich. Da geht der Tumor an sich noch nicht weg, sondern ich brauche diese Möglichkeit, um besonders die Empfindlichkeit des Tumors für eine Standardtherapie möglich zu machen. Und deshalb ist es ein funktionelles Lebensmittel, weltweit einzigartig, weil es bisher noch niemand geschafft hat, ein Pulver, was sich in Wasser lösen lässt, mit einem so hohen Anteil von Fett zu erzeugen. Also wenn Sie das Produkt probieren, das schmeckt wie so Kinderbabynahrung und hat aber einen irrsinnig hohen Fettanteil und man kommt ganz schnell in die Ketose. Und es kommt natürlich auch mit den anderen Inhaltsstoffen, die das erleichtern, wie die Zucker, die dann die Mitochondrienaktivitäten erhöhen, die Fettmobilisierung, Fettverbrennung. Und das ist eine wunderbare unterstützende Maßnahme. Gehen Sie zur Therapie, aber bereiten Sie Ihren Körper so vor, dass die Therapie des Onkologen maximal wirksam ist. Dass also die Krebszellen ihre DNA-Schäden und ihre Membranschäden nicht reparieren können aufgrund von Zuckerkonsum. Das heißt, man muss den Zuckerkonsum auf ein sinnvolles Maß reduzieren. Man muss den Blutzuckerspiegel stabilisieren mit Zuckern mit niedrigem glykämischen Index. Und man muss die Menge des Zuckers auch so anpassen, dass eben die Situation passt, auf die, in der jeder Einzelne ist. Also wenn ich zum Beispiel Sport treibe oder sehr viel Stress habe, dann brauche ich mehr Zucker, als wenn ich jetzt abends vorm Fernseher sitze und einfach mal eine Schokolade essen will und keinen Stress habe. Dann kann ich zum Beispiel Zucker nehmen mit wenig Energie. Wenn ich aber viel Energie brauche, kann ich zum Beispiel die Galaktose nutzen, um besser zu trainieren und dann die Trehalose, um mehr Energie in den Körper zu bekommen, die dann auch für die Begärung genutzt wird. Das kann ich also sehr schön durch die Zuckermischung kombinieren. Und ganz, ganz wichtig, also in meinem Dafürhalten ist die Insulinresistenz eines der wesentlichen Faktoren für Krankheiten, wenn nämlich der Zucker nicht mehr in die Zelle kommt. Insulinresistenz ist die Folge von zu viel, zu lange Zucker. Und dann wird die Zelle abgekoppelt von der Zuckerversorgung. Das ist ganz gefährlich. Mit Zucker kann die Zelle sich schützen, ohne nicht. Und die Entstehung der Säugetiere war begleitet oder gar möglich durch die Entstehung des Ticker-Til-1-Gens und des damit verbundenen Zuckerstoffwechsels. Und die Entstehung der Säugetiere war begleitet durch das Säugen von Milch. Also zeitgleich mit der Entstehung des Ticker-Til-1-Gens ist auch die Milch entstanden. Und das war kein Zufall. Und die Milch enthält eine Zuckermischung aus Glucose, also Traubenzucker, Galaktose und Tagatose. Und eine Zuckermischung aus Glucose, Galaktose und Tagatose ist eine Zuckermischung für das Leben. Die Milch per se ist nicht geeignet, auf Dauer quasi in hohen Mengen konsumiert zu werden, weil das ein anabolisches Lebensmittel ist. Aber wenn man die Zucker aus der Milch nutzt, dann hat man den besten Schutz, den Säugetiere einem Neugeborenen geben. Und das schützt uns heute in diesen stressigen Zeiten, wenn eine emotionale Belastung, Stress im Beruf, in der Familie, das wird immer hektischer. Und das heißt, der Zuckerkonsum kommt kaum noch hinterher, weil unsere neuronale Belastung so angestiegen ist. Wir brauchen heute mehr Zucker als das, was bei uns im Vorfahren der Fall war. Und das sehen wir auch in der Evolution. Ticker-Til-1 im Gehirn ist total wichtig. Und deshalb brauchen wir das Substrat im Gehirn, um leistungsfähig zu sein. Und die gesunde Alternative zum Zucker ist zum Beispiel der natürliche Zucker Tagatose, ist Teil der Muttermilch. Ist auch ein Zucker hier, hohe Süßkraft, aber geringer Energiegehalt. Das liegt daran, nur ein kleiner Teil der Tagatose wird vom Körper aufgenommen. Der Großteil wird ausgeschieden oder von gesunden Darmbakterien zu Butyrat verstoffwechselt. Zum Beispiel die Bifidobakterien, die lieben Tagatose, die produzieren Butyrat. Damit habe ich jetzt wenig Kalorien, weil wenig im Körper ankommt. Und diese präbiotische Wirkung, also die besten, gesündesten Bakterien, werden durch Tagatose im Körper gefördert. Die schützen uns. Butyrat ist eine bekannte Säure, die zum Beispiel bei Leaky Gut entfernt, neutralisiert, Entzündung rausnimmt. Butyrat ist auch eine ganz wunderbare Säure gegen Krebszellen. Also wenn Sie Tagatose als Zucker essen, wird er gar nicht wie Zucker verstoffwechselt, sondern das dient als Treibstoff für die Bildung einer Säure, die uns schützt. Tagatose erhöht die Butyratproduktion des Mikrobioms. Das ist hier in dieser Studie sehr schön gezeigt worden. Aber Tagatose hat noch andere Eigenschaften.
Also die Förderung der guten Bakterien führt nämlich zu einer Ansauerung des Darms und damit kann ich zum Beispiel auch besser Ammoniak ausscheiden. Also die Entgiftung des Körpers wird über Tacardose gefördert, weil die Darmbakterien Butyrat bilden und Butyrat ist eine Säure, sodass der Ammoniak sich im Darm, also im Stuhl, löst. Und damit kann ich dieses Abbauprodukt im Körper wunderbar über den Stuhl entfernen. Ansonsten habe ich oft Probleme, diesen Aminosäurestoffwechsel quasi zu entgiften. Kein Blutzuckeranstieg, also extrem glykämischer, niedriger glykämischer Index. Und das ist auch von der obersten europäischen Gesundheitsbehörde so bestätigt worden. Es gibt einen Health Claim, der sagt, wenn ich also der Verzehr von Lebensmitteln, die anstelle von Zucker, Tacardose enthalten, bewirkt, dass der Blutzucker nach ihrem Verzehr weniger stark ansteigt als beim Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln. In dem Fall muss man sagen, Tacardose ist natürlich ein Zucker, aber wenn man den Zucker statt anderer Zucker isst, hat man diesen Effekt auf eine Blutzuckerstabilisierung. Tacardose hat auch wunderbare Effekte, weil es die Plaques von den Zähnen entfernt und verhindert, dass die Plaques entstehen und dass Karies auch nicht entsteht. Es ist ein zahnfreundlicher Zucker, damit auch besonders wertvoll für zum Beispiel Schokolade für Kinder, weil diese Tacardose in der Schokolade dazu führt, dass die Kinder kein Karies mehr bekommen und auch keine Plaques. Kinder können während der Schule nicht ständig Zähne putzen. Das heißt, diese Zucker sind geeignet, Kinder richtig gut zu schützen vor Karies und Plaquebildung. Es gibt keine Säureproduktion, die die Zähne angreift. Und auch deshalb hat die EFSA, diese oberste Gesundheitsbehörde, diesen Claim herausgegeben, Tacardose ist ein zahnfreundlicher Zucker. Er führt zu einer Erhaltung der Zahnmineralisierung, weil eben die Milchsäure nicht gebildet wird. Tacardose ist auch ein wunderbarer Zuckerblocker, der die Hemmung der Fettbildung aus Zucker auslöst. Und spannend ist auch, dass es zu keiner Insulinproduktion durch Stimulation der Pankreas-Beta-Zellen kommt. Das heißt, ich kann mit Tacardose süß essen, ich habe keinen Blutzuckeranstieg und die Fettbildung wird gehemmt und ich brauche kein Insulin. Also wunderbar. Tacardose ist auch in Studien gezeigt worden, wunderbar für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern, aber natürlich auch bei Nicht-Diabetikern. Generell hält der Zucker den Blutzucker sehr schön stabil, er verhindert die Unterzuckerung, verhindert den starken Anstieg. Und das kann man auch messen. Man kann also, das ist ein typischer Marker bei Diabetikern, wird gemessen, HbA1c. Und der HbA1c-Wert zeigt, wie viel Zucker auf dem Eiweiß draufhängt, also auf dem Hämoglobin. Wenn viel Zucker draufhängt, kann ich wenig Sauerstoff transportieren, ich kann die Treppe nicht mehr ordentlich schnell hochgehen, ich bin ständig erschöpft. Und wenn Zucker nicht mehr auf dem Hämoglobin hängt, dann kann das Hämoglobin den Sauerstoff sehr schön transportieren. Der nüchtern Blutzucker wird besser, die Fettwerte verbessern sich, die Insulinkonzentration verbessert sich, also ich habe deutlich weniger Insulin, also die übermäßige Insulinproduktion wird abgebaut und das Körpergewicht wird idealer. Tacardose ist sicher und effektiv bei der Kontrolle des Blutzuckers von Diabetikern. Das ist ein wunderbarer Zucker, aber die meisten Diabetiker haben von Tacardose noch nie was gehört. Das sagt auch der Arzt nicht. Also es sind tolle Studien, die hier schon 2015 publiziert wurden. Sicherheit und Wirksamkeit von D-Tacardose, aber ist nicht angekommen, wird nicht umgesetzt. Bei Diabetes Typ 2 Patienten war eine statistisch signifikante Reduktion des HbA1c-Wertes messbar. Das heißt, die Zuckerbelastung im Blut und damit im ganzen Körper geht zurück, weil der Zucker gleichmäßiger verteilt wird. Es gibt nicht diese hohen Belastungen durch Zucker und nicht die Unterzuckerung. Tacardose verbesserte Körpergewicht und Blutfettwerte. Und spannend auch, 3x15 Gramm Tacardose, also 45 Gramm zusätzlich Zucker, hat dazu geführt, dass diese Übergewichtigen durchschnittlich einen Gewichtsverlust hatten von 5,1 Kilogramm. Also ein Zucker, der tatsächlich die Fettmobilisierung und Fettverbrennung auslöst. Galaktose, ähnlich. Natürlicher Zucker, niedriger glykämischer Index, erhöht die Fettmobilisierung und Fettverbrennung, genau wie Tacardose. Das steht sogar hier im Titel. Galaktose fördert die Mobilisierung, also Fettmobilisierung in übergewichtigen Frauen, die stillen oder nicht stillen. Und das Bedeutsame ist, dass die Plasmaglukosewerte, also Blutzuckerwerte, sich verbessern, Insulinwerte werden wieder besser. Es kommt zu einer erhöhten Fettoxidation. Und das Spannende ist,
Die Autoren ziehen das Fazit, Galaktosekonsum ist mit einer höheren endogenen Fettmobilisierung und Fettverbrennung während der Aufnahme der Nahrung assoziiert. Das heißt, wenn ich esse und habe während dem Essen entweder ein Getränk mit Galaktose oder ich führe das sonst wie zu, dann habe ich mit der Galaktose während des Essens einen Effekt, dass meine Fette mobilisiert und verbrannt werden. Und das ist natürlich metabolisch gesehen sensationell, dass ich quasi mit einer Zugabe von Zucker die Fettverbrennung und Fettmobilisierung erhöhen kann. Galaktose reduziert die Insulinresistenz, hat einen niedrigen glykämischen Index und auch für die Tagatose Antikaries-Effekt. Also die Plaquebildung ist stark reduziert, entfernt Plaques, weil die Bakterien auf den Zähnen sich auf die Eiweißschicht, also Eiweißschicht anheften und das wird durch die Galaktose unterbunden. Und Galaktose ist auch ein Zucker, der nicht vergoren wird. Aber man kann nicht alles mit Tagatose, Galaktose machen. Man muss ja auch Möglichkeiten haben, zum Beispiel Kuchen zu backen oder die normalen Produkte herzustellen, die üblicherweise mit Zucker hergestellt werden. Und deshalb habe ich mich gefragt, wie kann ich denn eine Zuckermischung schaffen, die den Haushaltszucker ersetzt, aber genauso einzusetzen ist im Alltag wie normaler Zucker. Und da habe ich lange rumprobiert und siehe da, es war mir möglich, durch die Kombination von Isomaltulose, Trehalose, das ist also eine Zuckerquelle, die rein aus Traubenzucker besteht, aus zwei Molekülen, aber langsam verdaut wird. Ist auch wunderbar, weil die Insulinresistenz abgebaut wird, gleichmäßig Glucose freigesetzt wird, Erythritol, um die Kaloriendichte zu reduzieren und Stevia, um die Süße entsprechend zu gewährleisten. Und mit dieser Mischung kann ich genauso backen, meine Lieblingsrezepte, genauso dieselben Backeigenschaften. Aber ich habe große Vorteile. Ich muss also mein Rezept nicht ändern. Ich kann dieselbe Menge Zucker nehmen, Zuckermischung 1, wie jetzt Haushaltszucker. Aber ich kann dann die Eigenschaften deutlich verbessern. Ich habe 33% weniger Kalorien, als wenn ich jetzt Haushaltszucker verwende. Ich habe 60% weniger Fructose als im Haushaltszucker, weil die Trehalose keine Fructose enthält und die und Erythritol auch keine Fructose darstellt. Und Fructose spielt eine große Rolle bei der nicht-alkoholischen Fettleber. Das ist halt eine Riesenerkrankung, dass selbst schlanke Menschen von innen heraus verfetten, weil sie sehr viele Fructose-Moleküle aufnehmen. Also Fructose ist heutzutage auch sehr gefährlich. Fructose wurde früher von unseren Vorfahren genutzt, um im Herbst, wenn man jetzt zum Beispiel Äpfel isst, ist sehr viel Fructose drin, da kann man mit Äpfel sehr schön Fett ansammeln und über den harten Winter kommen. Aber heute ist natürlich Fructose als Fettbildungsquelle natürlich nicht mehr so sehr gefragt, weil man im Winter nicht mehr hungert. Die Mehlmischung, auch das ist möglich. Man kann Weizenmehl ersetzen, glutenfrei, indem man Mandelmehl, Kokosmehl, resistentes Dextrin, das ist eine Zuckerform, also eine Kohlenhydratform, die unter trockener Hitze zum Beispiel entsteht, wenn beim Brotbacken unter großer Hitze die Brotkrume quasi trocken wird und dann gespalten wird. Das schmeckt wunderbar. Und dann kann man das kombinieren mit Cognacmehl, dass die Bindung erzeugt wird, dass also der Kuchen auch schön klebt. Aber alles glutenfrei hat 35% weniger Kalorien als Weizenmehl und 15 mal mehr Ballaststoffe. Wenn man jetzt dieses Mehl und diese Zuckermischung für mich kombiniert, dann macht es Riesenfreude, zum Beispiel eine Erdbeer-Sahnetorte zu backen. Biskuitteig, Sahne, Erdbeeren. Und das ist eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt, weil der Blutzucker nicht mehr ansteigt, die Kaloriendichte sehr gering ist. Es macht satt, es schmeckt, es ist süß, aber es gibt keinen Blutzuckeranstieg. Und das ist das, dass man eigentlich alle Lebensmittel, die bisher ungesund sind, durch diese Tricks, durch diese intelligenten Zucker und auch diese Mehle so nachbauen kann, dass der Geschmack gleich ist, aber physiologisch natürlich viel, viel bessere Effekte da sind. Wenige Kalorien, kein Blutzuckeranstieg, keine Insulinresistenz, gleichmäßige Versorgung des Körpers. Deshalb kann man sagen, der Ticotylans-Zuckerstoffwechsel ist ein entscheidender Schutzfaktor vor Pflanzengiften. Jetzt fragen Sie sich, wieso Pflanzengiften? Aber wir sind, bei unseren Vorfahren war das immer so, die haben gegessen und immer mal war eine Pflanze dabei, die hatte Gifte. Das ist fast normal gewesen. Denn Pflanzen schützen sich vor dem Fressen durch Gifte. Pflanzen wollen in der Regel nicht gefressen werden, es sei denn, es sind süße Früchte. Die wollen, dass wir sie konsumieren, weil wir die Samen ausbreiten. Die sind dann, wir sind deren Helfer, um sie auszubreiten, aber alle anderen oder die meisten Pflanzen gehen Gifte rein, damit sie nicht gefressen werden. Und das hier ist ein Beispiel, das kennen Sie vielleicht aus Ihrem Garten oder anderen Gärten. Das ist ein zurechtgeschnittener Busch. Und das ist eine Eibe.
Und Eibe wird als Zierstrauch in Gärten verwendet, aber hochgiftig. Und das Prinzip ist, die Eibe packt das Gift Taxin in die Pflanze, auch in die Samen der Früchte, und kleinste Mengen davon sind schon tödlich. Die Eibe ist ein immergrüner Nadelbaum, der kann entweder als Baum wachsen oder halt so geschnitten werden, dass es ein Zierstrauch ist. Und der gehört zur Gattung, also Pflanzengattung Taxus. Und dieses Gift ist von diesem Pflanzennamen abgeleitet, Taxin. Und das ist das tödliche Gift in der Eibe. Und das ist hier ein Beispiel. Die Kelten haben schon früh die Eibe als Pfeilgift und als Gift zur Selbsttötung verwendet. Also die Eburonen, das ist ein keltischer Stamm, wo der Name sogar dieses Stamms sich von der Eibe ableitet, weil die diese Eibe benutzt haben, um die Gifte, also die Pfeile zu vergiften. Das heißt, wenn ja jemand mit Pfeil getroffen wurde, ist er schnell verstorben. Oder dieser König der Kelten, der hat sich sogar mit einem Cocktail aus Eibengift dann umgebracht. Die wurden dann leider, die in der Nähe an der belgischen Grenze gelebt, die wurden von den Römern quasi ausgelöscht, dieser Stamm. Die Eibe ist ein Gift, das heute eines der am meisten eingesetzten Chemotherapien darstellt. Es kann immer noch nicht synthetisiert werden, es wird aus der Eibe gewonnen und dann chemisch modifiziert. Und Chemotherapie mit Eibengift, wie zum Beispiel Paclitaxel, ist abhängig vom TKTL1-Zuckerstoffwechsel. Das ist eine Arbeit, die hat gezeigt, TKTL1 führt zu Resistenz gegenüber Paclitaxel. Und in der neuen Arbeit von 2009, jetzt, also im September 2022, ist gezeigt worden, dass auch Docetaxel die Resistenz ausgelöst wird durch TKTL1. Das ist dieses Gift, was die Spindelapparate, Mikrotubuli blockiert, sodass die Zelle sich nicht mehr teilen kann. Und TKTL1 überwindet es, indem zum Beispiel neue Chromosomen gebildet werden und die Zelle dann trotzdem noch sich teilen kann. Das heißt, Krebszellen überleben Gifte, wie jetzt die Chemotherapien, Naturstoffe aus der Pflanze oder halt synthetisch hergestellte, die Bestrahlung oder Sauerstoffentzug, wie diese neuen Anti-Angiogenese-Therapien, dadurch, dass genau die Bausteine produziert werden und der Syntheseapparat so angeschoben wird, dass selbst beschädigte Chromosomen neu gebildet werden, neue Chromosomen gebildet werden, die Defekte ersetzen, also der Karyotyp sich verändert. Und das sind Überlebensmechanismen, die waren früher sehr, sehr wichtig bei unseren Vorfahren, also sprich Gifte, die wir aus Pflanzen aufgenommen haben und damit überleben konnten. Und das war ein wichtiger Faktor neben der Förderung der Intelligenz, dass TKTL1 auch uns resistenter gemacht hat gegenüber Giften, Umweltgiften und Bestrahlung. TKTL1 und sein Substrat Zucker, also sein Treibstoff, das dann umgesetzt wird, das ermöglicht die Bildung von Ribose und Acetyl-CoA und damit die Reparatur von Zellschäden. Das sind Schäden der DNA, aber auch Schäden der Zellmembran und der Mitochondrien-Doppelmembran. Und das wird genau versucht in der Chemo- und Strahlentherapie zu machen. Und TKTL1 eliminiert die Schäden, repariert das Ganze wieder, sodass die Krebszelle überlebt. Zellen werden geschützt und neue gesunde Zellen können gebildet werden. Das heißt, erhöhte Lebenszeit bei guter Gesundheit und erhöhte Leistungsfähigkeit. Intelligente, natürliche Zucker sind mit einem niedrigen glykämischen Index ausgestattet, sind zahnfreundlich, sie aktivieren die Fettverbrennung und der Kaloriengehalt, der reicht von der Bandbreite von normalen Kaloriengehalt bis kalorienarm, bis hin sogar zu kalorienfreien Zuckern. Entscheidend ist, dass durch diese intelligenten Zucker die Insulinresistenz abgebaut wird oder gar erst vermieden wird. Und das bedeutet, dass die Körperzellen, insbesondere das Gehirn oder auch die Muskeln, deutlich mehr von dem Zucker, der im Blut ist, haben und die besser verwenden können, diese Zuckerquelle. Das ist ganz entscheidend, damit das Gehirn gut funktioniert, dass wir keine Demenz bekommen. Also Insulinresistenz ist der Anfang von der Demenz. Und deshalb muss man über diese Zucker den Blutzucker stabil halten und ist man auch leistungsfähiger. Und das ist ganz entscheidend, dass dieser stabile Blutzucker ohne Insulinresistenz, das ermöglicht eine gleichmäßige und sichere Energieversorgung für Gehirn und Muskeln. Das heißt, intelligenter Umgang mit gesunden Zuckern für die Prävention von Diabetes, Alzheimer, Krebs und Übergewicht, aber auch
die intelligenten Umgang mit gesunden Zuckern ermöglicht und fördert Intelligenz und kognitive Leistungsfähigkeit, wie die neue Studie dieses Nobelpreisträgers von der Pebo jetzt gezeigt hat. Zucker ist die Basis für die Fettbildung im Gehirn und die Bildung neuer Nervenzellen. Ich habe beide Seiten dieser Medaille beschrieben. Einerseits den Schutz, der von Zucker ausgeht, gerade die Kombination und Nutzung der intelligenten Zucker, die tatsächlich intelligent machen oder die Basis dafür darstellen, und die andere Seite, wie Krebszellen dieses Programm nutzen und sich vor Chemo- und Strahlentherapien schützen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für die Aufmerksamkeit, und dann bin ich offen für Fragen.